Wir sind ein Team, stimmt's? Es kann doch nicht schaden, unser Geschäft ein bisschen aufzuwerten, etwas Klasse reinzubringen, während wir dabei sind, Geld zu machen. Wir müssen uns jetzt was überlegen. Wegen der Moneten. Jo, Kleine. Das Zeug ist geil. Schon verkauft? Aber hey, du kennst doch eine Menge reicher Menschen. Die könntest du doch einfach zu mir schicken. Was ist das wert? Eine meiner Kunden konnte nicht zahlen. Da hat sie mir das gegeben. Nate hat erwähnt, dass sie knapp bei Kasse wäre. Meine Geschäfte gehen sie aber nichts an. Im Moment nicht, aber ich glaube, wir könnten uns gegenseitig helfen. Es wird ein Scheck an diese total schicke, fancy-schmancy Kunstgalerie ausgestellt, die diese artsy-fartsy junge Dame leitet, die sich ein hübsches Sümmchen für sich selbst abzwackt. Und uns stellt sie einen schönen, ordentlichen Scheck aus. Wo ist das Bild? Ist das denn so wichtig? Wenn ich es verkaufen soll, na ja, dann brauche ich es, ja? Ich rufe meinen Typen an und sage ihm, er soll die Pinsel in die Hand nehmen und sich was Hübsches überlegen. Und was soll ich malen? Jetzt mal einfach irgendeinen Scheiß! Also gut, um Gottes Willen, ich mal ja schon was. Das ist ja mal wirklich hässlich. Naja, es hat eine gewisse Ästhetik. Mein 5-jähriger Sohn malt schon bessere Bilder. Und das ist das Besondere daran, du beschissener Trottel. Dieses total hässliche Ding hier, das aussieht, als hätte sich ein Schlumpf mit Durchfall den Arsch damit abgewischt, könnte vielleicht 1 Million bringen. Und das bezweifelt keiner. Eine Arbeit von Bagman. Der Bagman? Erzähl mir vom Bagman. Eine Kunstkritikerin. Sie will einen Artikel über mich schreiben. Oh, der feine Herr. Das hier ist eine Warnung. Ich bin's nicht gewohnt, ein Nein zu hören. Diese ganze Sache soll doch eine Fassade sein, also möglichst unauffällig. Wieso muss ich dir sagen, dass das nicht gut ist? Ich hab gewusst, dass Geldwäsche ein Verbrechen ist, aber Mord? Tut mir leid, wir haben im Augenblick nichts von Bagman hier. Es stehen extrem viele Sammler auf der Warteliste. Einfach jeder. Es löst eine Reaktion in mir aus. Ich fühle fast so etwas wie Erregung. Oh.